Also, herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Let's Play. Wir sind wieder im Dowsinghof, oder immer noch, und wollen mal schauen, was es noch zu entdecken gibt. Ich denke mal, wir müssen zurück. Der Herr Frag-Dealer hat vorhin schon wieder nachgeschaut und wir müssen... Was heißt vorhin nachgeschaut? Ich meine, es wurde ja vorhin gesagt, wir müssen wieder zurück zu diesem Typen, der uns den Auftrag gegeben hat, dass wir zuerst mal die Karte zu mir bringen müssen, zu Frag bringen müssen. Und jetzt, ja, kannst du dir ansprechen, sagen dir irgendwas Interessantes? Ja, da geht's wieder zurück auf den Hof, nach unten geht's. Ja, aber wo bist du jetzt halt? Ja, ich bin jetzt irgendwo. Bin jetzt wieder weg. So. Vielen Dank, ich habe dir ein Pokémon, was? Ja, ihr was seid bin echt ich jetzt dafür? Du und dein Pokémon-Team, habt ihr einen Terrybug gefunden? Ah, gut, sie heilt uns nochmal super. Wunderbar. Für die hat Reise. Hat sie jetzt halt so ein mobiles Poké-Center dabei, oder? Genau. Es gibt immer mal verteilt im Spiel so Trainer, die einen praktisch heilen können, die auf magische Art und Weise irgendwie diese Eigenschaft haben, dass sie Pokémon ausruhen lassen können. Und hier geht's Route 20. Also wir können jetzt entweder hier weitergehen, oder können wir hier schon weitergehen? Ach nee, da geht's zurück. Genau, das ist der Typ, der uns nicht vorbeilässt, weil wir keinen Arena-On haben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in unserem eigenen Dorf in der Arena mal jemanden besiegen. Genau, vielleicht hat er jetzt die Arena auf. Ah, siehst du, da gibt's die Abkürzung zurück, müssen wir links. Genau. Ja, edel. Dowsing, im Herbst. Da steht der Typ. Oh, wie sieht's aus? Konntest du deinem Freund die Karte überreichen? Du und dein Team. Wir warten noch eine Weile weg. Alles klar. Vergessen wir das Training. Jetzt will ich es zur Hand geben. Was? Wir sollen ihm zur Hand gehen? Ich bin ein Mädchen. Das bedeutet nicht, dass ich alles tue. Willst du ihm hinterherlaufen oder willst du erstmal in die Stadt erkennen? Eigentlich nicht, nach dem Spruch. Ein Pokéball? X-Tempo. Soll ich jetzt rein zu ihm oder was? Ja, aber ich glaube, er ist er auch so ein Trainer? Es kann sein, dass er irgendwie ein... Oh, er hat Kinder. Er ist pädophil. Ja, so viel älter ist er jetzt auch nicht. Aber die wissen wahrscheinlich auch nicht, was er mit denen macht. Die verstehen das noch nicht. Scheiße. Hier wirst du voll fürs Leben geschädigt. Ja, das ist wie mit dem Lavender Town Syndrom. Vielleicht magst du ja die Story mal erzählen. Ja, also vor kurzem haben wir herausgefunden, beziehungsweise hat mir der Frag-Dealer mich über eine Tatsache aufgeklärt, die ich bisher gar nicht wusste. Und zwar gab es anscheinend in den alten Pokémon-Spielen oder in einem bestimmten, in einer Beta-Edition, ein Spiel, wo es geglitscht hat, wo du einen bestimmten Glitch finden musstest. Und in diesem Glitch war es so, dass bestimmte Bilder gezeigt wurden, aber auch nur für ganz kurze Zeit. Und vielleicht kannst du mir dazu sagen, du kennst dich ja mit diesem Crap aus. Ja, also genau, also was du jetzt genau meinst, war jetzt nicht das Lavender Town Syndrom, sondern war die Einheit 731. Das war diese japanische Menschenversuchseinheit, die praktisch ich glaube, das ist ein Feuer-Pokémon, das kannst du mit Aquaknarre gut angreifen. Ja, dann mal weiter. Und jedenfalls gab es diese Einheit in Japan und die waren halt für massenhaften Morde verantwortlich. Und diese Einheit hat wohl auf mysteriöse Art und Weise einen Weg in die Beta-Version von Pokémon Mirado, creepy, praktisch der grünen Version von Pokémon, der Beta-Version, gefunden und wurde dort sichtbar. Und zwar mit der Musik in zehnfacher Geschwindigkeit von Lavandia. Wer sich an die Stadt erinnert aus dem ersten Pokémon-Teil, aus den roten und blauen Editionen, da gab es die Stadt Lavandia, wo die ganzen toten Pokémon zur Ruhe gelegt wurden. Und praktisch da gab es diesen Turm, wo man rumlaufen konnte und rumkämpfen konnte, wo man die Geist-Pokémon getroffen hat. Und am Ende gab es praktisch der Kampf gegen das Knoga, oder Koga, ich weiß gar nicht mehr, wie das Pokémon heißt.
Und das war praktisch der Endgegner in dem Spiel. Und es ging eine Zeit lang praktisch das Gerücht rum, dass dieses Pokémon eigentlich im ursprünglichen Spiel die sogenannte Living Dead hieß das. Living Dead, also praktisch ein wiederauferstandener toter Trainer ist, gegen den du dort kämpfst. Und das Gerücht geht folgendermaßen, dass man praktisch das nicht gemacht hat, aus dem Grund, dass es halt einfach zu krass wäre für Kinder, dass man gegen einen wiederauferstandenen Toten kämpft, und es wurde dann aus dem Spiel entfernt und es wurde halt das Koga eingefügt. Allerdings gibt es halt viele Quellen, die mittlerweile sagen, ja, das ist halt einfach nicht wahr, das ist einfach nur erfunden, so ein sogenannter Creepypasta. Was allerdings wahr ist, sind die neuralen Beats, die binauralen Beats, die in der Lavender Town Musik im Original Pokémon in der grünen Edition in der japanischen vorkam. Und zwar wurden dort, ich glaube, es sind insgesamt 5 Töne eingebaut, welche subtilen Einfluss auf die Menschen nehmen. Und da gibt es jetzt auch wieder Gerüchte dazu. Wobei, das ist ja nur bei den Kindern so gewesen. Wir Erwachsenen können angeblich diese Töne nicht mehr wahrnehmen, weil das Frequenzen sind, die das Gehirn nicht mehr verarbeiten kann. Und diese Kinder haben aufgrund dessen starke Kopfschmerzen bekommen oder teilweise angeblich Selbstmord begangen. Es war auch von schweren Depressionen die Rede, genau, Selbstmorden und Kopfschmerzen. Und interessant ist halt, dass diese binauralen Beats tatsächlich existieren. Es gab in Deutschland Projekte damit, dass versucht wurde, solche Beats einzusetzen. Das sind spezielle Töne praktisch, die extra so eingestellt wurden, dass Menschen über 20 sie nicht hören können. Aber das ist halt für Kinder und so unangenehm ist. Und damit wollte man halt praktisch eine unsichtbare Maßnahme gegen das Aufhalten von so, in Anführungsstrichen, Bösewichten, sage ich jetzt mal, in gewissen Teilen von Städten halt verhindern. Inwieweit das Ganze jetzt erfolgreich war, kann ich jetzt auch nicht sagen. Allerdings gab es dieses Projekt, und es gibt auch Projekte ähnlich mit so Dosenautomaten, kennst du auch aus Amerika, so Vending Machines, in denen man praktisch sich seine Cola-Dose ziehen kann, genau, unterwegs. Und da wurden auch binaurale Beats eingebaut, allerdings mit der umgehenden Wirkung, die halt die Leute eher dazu anziehen soll, dorthin zu kommen und nicht davon wegzugehen. Also es ist, gibt da sehr viele interessante Stories, könnt ihr ja mal googeln. Aber jetzt mal nochmal zu diesen Selbstmordbehauptungen. Also mich würde es nicht wundern, wir hören doch ständig von irgendwelchen Asiaten, die sich von Dächern... Ich hab dir gerade deinen Kopfhörer rausgezogen, ja, sorry. Du bist ein böser Junge. Nee, wie gesagt, also es gibt ja Behauptungen, dass es, beziehungsweise in den asiatischen Ländern hört man immer wieder von krassen Selbstmordraten, und es wundert mich jedenfalls nicht, dass diese Leute eben ganz klein anfangen und eben ihre Kinder Selbstmord begehen. Was ist dann das Neue dran? Also von daher... Aber auf der anderen Seite, man hört ja auch, oder man hat gehört von Serien, von der Serie Pokémon, wo Folgen ausgestrahlt wurden, wo Kinder Epilepsie bekommen haben, weil die Farben so intensiv waren und die Kinder einfach damit nicht klarkamen und einfach mal auf dem Boden abgegobbelt sind, während sie sich eigentlich nur unschuldig Pokémon anschauen wollten. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwie hat es irgendwas mit auf sich, so mit den Asiaten. Ich weiß auch nicht, was die ihren Kindern so antun. Ja, die stehen auf so subtilen Scheiß. Das ist immer, also du redest von der berühmten Polygon-Episode, die in Deutschland niemals ausgestrahlt oder übersetzt wurde, weil sie halt... Oh, nachdem warum sie denn? Ja, das wollte man den Kindern nicht antun. Ach komm. Wir sind keine Asiaten, wir hätten das schon. Wahrscheinlich liegt das an ihren Augen. Ja, aber man muss auch dazu sagen, betraf nur Kinder, die schon irgendwie eine Veranlagung dazu hatten. Und ja, wahrscheinlich ADHS-Kinder. Genau. Ja, es war wohl ein gewisses Frequenzflimmern von 3 Farben, wenn ich mich recht erinnere, Rot, Blau und Weiß. Und wenn die 3 Farben in einer gewissen Geschwindigkeit flimmern, dann kann es dazu kommen, dass Leute, die vorbelastet sind, praktisch einen epileptischen Anfall dadurch ausgelöst, dass der dadurch ausgelöst wird. Naja. Was man davon jetzt halten soll und ja. Aber ich würde mir schon gerne mal die Folge anschauen. Ja, vielleicht hast du Epilepsie. Vielleicht. Hey, aber er hat uns jetzt gerade eine Medaillenbox gegeben. Jetzt können wir bestimmt zurück nach Eventura City und können den ersten Arenaleiter battlen. Ja, das hatte ich ja auch gerade vor. Oder gibt's hier auch einen Arenaleiter? Gibt's hier eine Arena? Oder meinst du jetzt eine andere Stadt? Ja, wir sind ja jetzt in Dowsing noch, genau. Vielleicht gibt's in der Stadt
gibt's in der Stadt eine Pokémon-Arena oder wir müssen halt zurück nach Eventura City. Ich weiß es ja nicht. Naja, das werden wir sehen. Erstmal heilen wir uns hier ganz brav. Eben. Wir wollen ja kleine hässliche Pokémon fertig machen. Das ist halt überhaupt auch nicht... Das ist voll die Unschuld in Person, wenn man so andere Pokémon fertig macht. Ich meine, in der Schule wird dir gepredigt, du sollst teilen, du sollst die anderen Kinder nicht schlagen, du sollst sie nicht beleidigen. Aber nein, in Pokémon wird dir beigebracht, geh hin und töte andere Pokémon. Genau, dann bist du der Held, dann wirst du der ultimative Grand Pokémon, Chief Pokémon Master. And you defend the evil power. Jetzt habe ich mich verdrückt hier. Ach, das ist halb so wild. So, ja. Wir müssen zurück nach Eventura City. Und dort in der ersten Arena. Ich wundere mich, ich frage mich jetzt erstmal, was hier oben ist. Dieser Bereich steht ja leider noch nicht zur Verfügung. Und warum sieht man ihn dann schon? Ja, die wollen ja, dass du neugierig wirst. Die wollen ja, dass du da hingehst und dann, du darfst es noch nicht machen. Wieso dürfen wir das noch nicht machen? Das ist voll die Manipulation, ey. Wie man die Kinder jetzt schon geil auf irgendeinen Shit macht, ey. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich war nie in diesem großen Pokémon-Tauschwahn und Link-Kabel-Scheiß. Ich war auch immer eher derjenige, der das ganze Solo gezockt hat oder mit Leuten zusammen halt und einfach nur die Story erkundet hat, die Welt erkundet hat. Muss schon sagen, das ist echt eine wunderschöne Welt. Auch wieder hier. Das Level-Design ist klasse gemacht. Ich meine, man hat jetzt hier dieses mit den mehreren Ebenen wieder. Das ist auch, finde ich auch wunderschön. Und der 3D-Aspekt, der verbessert das Ganze natürlich noch immens. Ja. Wobei ich sagen muss, wie gesagt, also das sind nicht so meine Spiele. Ich habe damals einfach in der Zeit nicht gewusst, dass Pokémon eigentlich von den Gameboy-Spielen abstammte. Ich dachte eher, dass es die Serie ist und die fand ich übelst hässlich. Ich habe nie verstanden, wie die anderen Kinder sowas geil fanden. Und vor allem diese Tiere und diese Kinder, die waren so unsympathisch und einfach nur nicht unterhaltsam. Es war so langweilig und die Kämpfe waren einfach nur abartig dumm. Also ich weiß echt nicht, meiner Meinung nach ist es wirklich Konsumerziehung von vornherein und das Resultat, was ich daraus gesehen habe, damals schon, ist, dass die Kinder hingegangen sind und sich diese hässlichen Pokémon-Karten gekauft haben und gesammelt haben. Also haben sie Geld ausgegeben und haben irgendwelche Produzenten glücklich gemacht, anstatt ihre Eltern. Satoshi Tajiri, ja, Multimillionär. Ja, ich frage mich, warum. Tja, ja, der hat sich... Ob der Kinder hatte? Das wäre mal interessant zu sehen, Und hat er seinen Kindern auch diese Pokémon-Spiele gegeben? Das würde mich echt mal wundern. Ja, es gibt ja, wo wir jetzt wieder bei Creepypasta sind, es gibt ja auch das Gerücht, dass einer der Entwickler, dessen Kind sich umgebracht hat, weil er die Beta-Version gespielt hat und eben auf den Lavender-Ton angestoßen ist. Und das Gerücht... Ist aber nicht bestätigt. Ja, es ist... Eigentlich nicht bestätigt, ja. Das Gerücht geht dann auch noch so weiter, dass das Kind angeblich gefunden wurde mit den japanischen Zeichen für die Worte Kaiser in die Arme geritzt. Mhm. Ja, das ist ja natürlich, ja, BS. Jedenfalls nochmal zu dieser Einheit, das wäre vielleicht auch noch interessant zu sagen. Die haben ja krassere Menschenexperimente durchgeführt als die Nazis damals und die sind denen auch nicht so lange, und da war zeitlich nicht so ein großer Unterschied, im Gegenteil. Die Nazi, die NS-Zeit kennen wir ja, die war ungefähr 33 bis 45. Ja, ungefähr, und die Japaner haben ca. 40, 42 damit angefangen. Und die sind ziemlich brutal vorgegangen, wie ich gelesen habe. Es war echt nicht mehr lustig und feierlich. Also vielleicht, du weißt ja bestimmt mehr, was haben die denn da so mit Menschen gemacht? Ja, also es wurden halt Menschen, wurden absichtlich mit der Pest infiziert und die praktisch nochmal, die haben praktisch diese tote Krankheit nochmal wieder aufleben lassen, um praktisch zu testen. So hart, ey, die Pest, Mann. Stell dir vor, das wäre einfach mal schiefgegangen und wir hätten das als Epidemie wieder auf der ganzen Welt gehabt. Ja, es ist ja schiefgegangen. Es sind Ratten entkommen aus dieser Einheit und die haben noch weitere ein paar hunderttausend Menschen später noch im Umland getötet. Also, ja. Wir sind jetzt mittlerweile schon in der Arena. So viel zu Ratatouille, by the way. Sind mittlerweile jetzt schon in der Arena gelandet. Wenn du da mal durchgehst, können wir mal den Arena-Leiter herausfordern. Kriegen wir vielleicht schon unseren ersten Orden. Ich wundere mich, dass wir jetzt gegen kein einziges Kind kämpfen müssen, aber aha.
Wir sind hinten auf dem Basketball. Coolen Kids. In the hood. Ich helfe allen Trainern weiter. Der Guido. Ja, vor allem der Opa mit der Sonnenbrille kommt gar nicht klischee. Aber wir kriegen ein Tafelwasser. Oh, das kann man Pokémon geben und die tun es, glaube ich, im Kampf benutzen, um sich selbst zu heilen. Wunderbar. Schauen wir mal. Wer den Arenaleiter besiegt, muss ein starker Trainer sein. Einen Kampf verliert man, wenn man keine kampffähigen Pokémon mehr auf seiner Seite hat. Von daher ist es von Vorteil, viele Pokémon dabei zu haben. Danke. Super. Es war ganz was Neues. Ah, ein Herausforderer. Willkommen in der Pokémon Arena von Aventura City. Ah, okay. Also er ist ganz neu in der Arena, ist der neue Arenaleiter. Und... Ah, okay, wir müssen zuerst die beiden Kids da besiegen. Und wenn wir die besiegt haben, dann können wir gegen den Arenaleiter antreten. Das heißt, muss ich den jetzt... Du musst gegen ihn kämpfen, ja genau. Muss ihn ansprechen, bitte. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Aber das finde ich cool. Die Felder sind ja ähnlich wie bei der Serie, ne? Genau. Das war ja auch so. Das ist das erste Spiel, was ich spiele, wo ich das so sehe, was mich so an die Serie erinnert. Aber trotzdem finde ich den Hintergrund bei den Kämpfen entlehnt. Da hätten sie echt was draus machen können. Ja, stimmt, da hätte man mehr machen können. Na. Vor allem die Viecher, die scheinen jetzt irgendwie, kommt jetzt nichts mehr Neues, oder was? Ja, ist immer so, wenn man in ein neues Gebiet kommt, neue Arenaleiter, dann kommen auch neue Pokémon. Am Anfang kämpft man halt erstmal gegen so eine Standardauswahl. Genau, mach ihn platt. Ja, die Japaner. Ich habe ihn voll ins Gesicht gespritzt. So, tackle ihn weg. Achtung. Tja. Ich mag einfach keine Hamster. Was für ein Hamster. Weißt du noch, wo du mir erzählt hast mit dem geistig behinderten Hamster, den du hattest? Ja, der war nicht geistig behindert. Mein Hamster, der arme Willi, ja? Wir gedenken in diesem Moment dem Willi. Willi war was ganz Besonderes. Nein. Verzeihung. Ja, der Willi hat ziemlich lange mitgemacht für einen Hamster. 3 Jahre hat er gelebt. Allerdings ist ihm sein Alter dann auch zum Verhängnis geworden. Und zwar hat er dann in seiner späteren Zeit hat er dann einen Schlaganfall gehabt. Und es hat sich bei ihm dahingehend ausgewirkt, dass er nur noch im Kreis laufen konnte, der arme Kerl. Und er ist nur noch in eine Richtung im Kreis in seinem Käfig gelaufen. Aber das Gute war, dadurch, dass ich das wusste, konnte ich halt seinen Käfig so arrangieren, dass er halt überall mal vorbeigekommen ist. Weißt du, da war das Essen, das Trinken, da wo er hinmachen konnte, natürlich auch sein Hamsterrad und sein Schlafplatz. Alles im Kreis aufgestellt, oder? Genau. Wunderbar. Überall in die Ecken. Der ist bestimmt glücklich gestorben. Auf jeden Fall. Richtig glücklich ist er gestorben. Das glaube ich dir sogar. Nicht so wie die. Vor allem hatte er nur einen Schlaganfall? Nee, ich glaube, der hat sogar mehrere, weil am Anfang... Am Anfang war das so, das ist so gemein, der arme Hamster. Am Anfang war das nur so, der hatte einen Schlaganfall scheinbar. Oh, wir haben was Neues gelernt, Energiefokus. Nee, die Attacke brauchen wir nicht. Attacke behalten, genau. Energiefokus erhöht praktisch die Volltrefferquote auch wieder. Das brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben starke Attacken. Genau. Aber was ich erzählen wollte von Willi. Am Anfang war es so, nach seinem ersten Schlaganfall konnte er noch geradeaus laufen, hatte dann allerdings immer so Aussetzer, ist dann immer mal umgefallen seitlich und meistens mit den Hinterpfoten und und das wurde dann zunehmend immer schlimmer und konnte er dann wirklich nur noch im Kreis laufen. Und ja, ich würde sagen, lass uns den Trainer noch machen hier. Aber eine Geschichte würde ich dazu noch erzählen. Und zwar hatte die Freundin meiner Schwester damals, die hatte einen Hamster. Und der hatte anscheinend auch einen Schlaganfall. Und das war so, dass sie so erschrocken war, dass der Hamster im Käfig lag und nicht mehr geatmet hat, dass sie ihn raus in den Garten genommen hat, auf den Boden gelegt hat und erstmal Erste Hilfe an ihn. Wie macht man denn Erste Hilfe an ihn? Sie hat Erste Hilfe an ihn. Sie hat ihm so die Beine nach oben gedrückt und dann hat sie ihn beatmet und eine Herzmassage und das Viech war halt keine 3 cm groß und sie hat dabei geheult. Sie hat halt gegeben. Und der Hamster ist
komischerweise nicht wieder aufgestanden und sie musste ihn tatsächlich im Garten vergraben. Also hier an dieser Stelle würden wir gerne armen kleinen Hamstern gedenken, die einfach mal sterben, ja. So wie jedes andere Lebewesen auch. Und allen Kindern, die sich freuen wie ein kleines Kind und dann nach 3 Jahren dann die Tragik miterleben müssen, wenn der Hamster dahin scheidet. Ach. Eigentlich kauft man eine Tragödie, ja. Naja, das machst du ja bei einem Hund oder bei einer Katze eben auch, aber ja. Ein Hamster lebt ja anscheinend nicht so lange. Nee, Hamster lebt halt einfach nur maximal 3 Jahre. Es gibt wohl auch Hamster, die es länger gepackt haben. Aber ich will, wenn es Willi schon so schlecht ging, ja, ich will gar nicht wissen, wie es normalerweise dann, wie es dann den anderen Hamstern ging. Wo Harpe mit ihren eine Chance haben. Muss, genau. Oha, aber der ist dafür fast tot. Hat er noch ein zweites Pokémon oder hast du das schon besiegt? Ich meine, ja, 2, scheiße. Krass, scheiße, dann haben wir jetzt hier echt schlechte Karten. Vollidiot. Denke ich. Wir hätten zwischendrin heilen gehen sollen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber ist nicht so wild. Den mal hochpumpen, den. Stimmt, den der levelt jetzt. Ja. Oh ja. Yeah. Jetzt haben wir vielleicht eine kleine Chance für den nächsten. Oder warst du schon? Yeah! Einfach mal 2 Level. So gut. Zuschuss? Ach schade, das wäre halt zu hart gewesen, noch ein 3. Level. Aber mal schauen, was der so kann. Level 9, wir sind Level 6. Glaubst du, wie Zuschuss? Was ich weiß nicht, was Zuschuss macht. Soll ich mal eben nachschauen, was Zuschuss macht, während du ihn weiter kratzt? Das mache ich. Na dann schauen wir es doch mal. Ansonsten gesagt, also apropos Hamster, hier unser Chipmunk hier, den würde ich auch gerne auf dem Rücken liegen sehen. Bis jetzt hat er noch nicht viel gemacht. So. Ah, und Zuschuss wählt eine zufällige Attacke eines Pokémons des eigenen Teams aus und benutzt diese. Das soll heißen, wenn du Zuschuss machst, kann es sein, dass er dann, das Feliloo Aquaknarre einsetzt oder in eine ähnliche. Oh! Fuck. Na okay, dann machen wir den jetzt nochmal im Trainer und hören dann vor dem Arenaleiter auf, würde ich sagen. Dann haben wir in der nächsten Folge dann den Arenaleiter. Hältst du es für eine gute Idee? Man muss halt jetzt gucken, wie ich mich wieder heile. Oh, ja, du läutest automatisch ein Pokémon Center. Ah, stimmt. Genau, und wirst geheilt. Also ich würde, aber die Levels, die ich jetzt aufgestiegen bin, die bleiben, genau, oder? Die Levels bleiben. Wunderbar. Nee, dann brauche ich mir keine Sorgen. Genau. So, und jetzt können wir gleich wieder wieder einen Angriff nehmen? Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause. Okay, dann machen wir jetzt eine Aufnahmepause. Und sehen uns in der nächsten Aufnahme. Wieder. Dann für den spannenden Arena-Leiterkampf. Magst du dich verabschieden? Würde ich mich jetzt verabschieden, dann würde ich jetzt nicht weiterspielen. Und das ist auch genau das, was ich jetzt tue. Willst du jetzt noch den Ort erkunden? Nein, ich wollte nur eine schöne Kulisse zum Verabschieden. Ja, super. Also liebe Leute, wir sehen uns das nächste Mal und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Also, adios und... Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Wiedersehen. Safe game. Ah ne, jetzt habe ich ausgewählt. So. Das war eine gute Aufnahme. Wir haben viele Themen besprochen.